Hallo Leute, willkommen bei einer neuen Folge Imperator Rom. Ja, mir fällt gerade ein, was ich in der letzten Folge vergessen habe. Ich wollte doch mal hier schauen bei diesen Stadtentwicklungen koordinieren. Wir haben genügend geleert. Oh, das ist gar nicht mal schlecht. Schauen wir mal, was das geleert bringt. Oh, wir haben fast einen Bürgerkrieg. Machen wir mal kurz Pause. geleert. Forschungspunkte und Technologieforschungsgeschwindigkeit. Gar nicht mal schlecht. Kriegskunst weniger. Das ist natürlich nicht so gut. Naja, egal. So, ich wollte, oder wir wollten ja mal jetzt reinschauen, was das hier bringt kann. Oh. Zivilisationsstufe plus 1% und ja, steht dran. Braucht man eigentlich nur aktivieren. Ja, war jetzt kein Fehler, weil es ja bis zum Spielende zählt. Aber ja, was soll ich sagen? Wer lesen kann, ist kein Vorteil. Vor Gericht bringt 22% auf Chance grad mal. Zwei Rivalen. Schauen wir mal, ob es zum Bürgerkrieg kommt. Ich hoffe nicht. Das schlägt dann immer schnell zurück. Spulen wir mal schnell hier vor. Piraten, dagegen müssen wir eigentlich auch mal irgendwas tun. Auto, ein Kornspeicher. Kornspeicher umsonst. Nehmen wir gerne. Ja. Leider haben wir schon wieder eine Situation, wo wir wohl ein bisschen warten müssen. Er bietet Freundschaft an. Mit denen sind wir ewig verbündet. Wir nehmen es einfach mal an. Ich denke oder vermute, dass wir einen weniger dadurch im Rücken fallen. Ja, das hat man ja schon einmal gemacht. Oder hatte ich einmal gemacht. Hatte ich ja schon mal in einer anderen Folge gezeigt. Hatte mir ein paar Bewohner darüber besorgt. Weitere. Hier haben wir wieder das coole Wetter. Alle erfrieren hier. Ja, da ist jemand gestorben. Jetzt haben wir wieder einen neuen Posten frei, den wir wieder besetzen müssen. Plus 9. Haben wir in der Regierung jemanden, den wir rauskicken können, der besser ist? 9-9. Nein, haben wir nicht. Gut, dann setzen wir hier ihn rein. Militärtraditionen. Bogenschützen. Wir lassen die Zeit einfach mal im Hintergrund laufen. Ein Bündnis mit dem nehmen wir jetzt nicht an. Konföderation. Rekrutenreserven. Streitwagen Kampfbonus. Auf Ebenen, okay. Aktiviert die Fähigkeit auf Gebote ausheben. Von Schmieden bis hin zum Händler sollen alle die Waffen ergreifen, wenn unsere Burgen und ländlichen Siedlungen bedroht werden. Das wäre auch nicht so verkehrt. Starke Armee. Belagerung. Moral. Defensiv. Kosten weniger. Ja, ist eigentlich auch nicht schlecht. Ja, es gibt etliche Bonusse, die man hier skillen kann. Streitwagen. Armeezermürbung. Das ist gar nicht mal so schlecht. Rekrutenreserven. Nochmal Streitwagen. Leichte Kavalleriekosten runter. Bögen nochmal. Und nochmal Streitwagen und leichte Kavallerie. Ja. Ich gehe auf Streitwagen. Ich glaube, die sind gar nicht mal so schlecht. Hier oben in der Region. Ja, da war bald ein Bürgerkrieg kam, das ist natürlich nicht gut. Aber bisher geht's. Ach, Duell der Häuptlinge. Wenn wir Glück haben, erschlägt der Gute ja ihn. Ansonsten brauchen wir einen neuen. Lass sie sich gegenseitig erschlagen. Wer ist gestorben?
Dann schön, wenn wir landen. Balgon. Der Illoyale hat gewonnen. Naja. Er war eh zu alt. Dann haben wir hier wieder zwei Heere, die wir selbst finanzieren. Das ist schlecht. Die lösen wir einfach mal auf. Da entsteht ja ein neues Heer. Der als Herrscher wäre gar nicht mal so schlecht. Der hat wenigstens mal ordentlich viele Bonusse. Wie alt ist eigentlich unser Herrscher oder in welchem Gesundheitszustand? Oh, noch jung. Den haben wir noch länger, obwohl er nichts kann. Hauen wir ihn rein. Warte mal. Warten wir mal kurz. Der hat plus 9, doch. Vielleicht entwickelt er sich weiter ja noch. Ja, loyal Charakter und Ideen. Achso, genau. Wir können nur, ja, nur Militärideen reinsetzen. Was machen wir denn mal? Moral ist ja gar nicht mal schlecht. Schiffe machen wir nicht so viel mit, das denke ich, brauchen wir nicht. Und mal Moralerhöhung. Ja, haben wir nicht genügend Redekunst im Moment für. Wir brauchen unbedingt einen anderen Herrscher, dass wir hier mehr Punkte regenerieren. Stabilität ist bei 50%. Das geht ja von einem Clan zum anderen. Wir bewegen sie so bald wie möglich. Zentralisierung. Zivile Macht. Ah, dadurch haben wir auch seine Loyalität wieder gestiegen. Das ist ja schon mal viel wert. Gebäude. Können wir einige bauen. Wir warten aber, bis wir einen kleinen Puffer an Geld haben, sonst haben wir nur gleich wieder rote Zahlen und das schlägt dann wieder auf die Stabilität runter. 101 kostet es. Das ist ja das einzige, was wir genug haben. Steigen wir unsere Stabilität. Auf frische Tat ertappt. Kriegshäuptling. Ach, das ist doch der Illoyale. Ja, natürlich, Kerker haben wir einen. Jetzt kriegen wir von denen auch noch ein Bündnis. Wenn wir das annehmen. Wir hatten unser Bündnis eigentlich aufgekündigt. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Aber die nehmen an. Mit wem sind wir denn jetzt alle verbündet überhaupt noch? Angeln. Ach, wir wollten die Freundschaft und haben... Ach, das ist ein neuer Staat hier. Was für Verbündete haben die? Vielleicht können wir die jetzt erobern. Sollen wir was wagen? Ja, irgendwas müssen wir ja machen. Neuen Kriegshäuptling. Mal rein damit. Das Bündnis brauchen wir nicht. Können wir hier einen Anspruch? Ach, wir haben nicht genügend. Und einen Kriegsgrund haben wir nicht. Ja, wir müssen hier leider auf Redekunst warten. Das ist schon wieder sehr negativ. Am Anfang hatten sie ein interessantes Zitat. Wie mehr Gesetze, umso verdorbener ist der Staat. Da muss ich immer an die Realität denken. Oder ans echte Leben. Also dieses Zitat von dem Römer, oder wer das gesagt hat, oder Griechen. Um Christus rum. Oh, Moment. Jetzt geht hier Krieg los. Moment, wir waren beim Zitat. Da kann man sich ja selbst einen Teil denken. Mit den beiden im Krieg. Genauso. Ja, aber wir treten auch bei, wir wollten die ja eh erobern. Bewegt euch mal nach hier. Die kann ich nicht erobern, verstehe jetzt gerade nicht. Oder
Moment. Ihr sammelt euch erstmal alle. Nein, nicht die Schiffe. Ihr sammelt euch mal alle hier jetzt erstmal. Ich bin mit denen nicht im Krieg. Das, so hatte ich mir das aber nicht vorgestellt. Egal. Die sind immer noch nicht mit im Krieg. Die haben ganz schön viele Truppen. Naja, wenigstens haben wir jetzt mal ein bisschen Action. Seeleute, Beziehungen, Anspruch vivieren. Ja. Das nehmen wir mal auf Dauer. Wir werden noch viele bestimmte viele Ansprüche stellen müssen im Laufe der Zeit. Ich denke, auf Dauer lohnt sich das schon, das zu skillen. 10% immer weniger zu bezahlen. Dann wollte ich nicht anklicken, ich wollte eigentlich hier. Hä? Ach, zur Burg müssen wir rüber. Gut, dann gehen wir zur Burg. Die Geschwindigkeit mal schnell hochsetzen hier. Unsere Verbündeten stellen sich nicht so gut an, stelle ich fest. Egal, wir nehmen in der Zwischenzeit dann hier in Ruhe mal die Burg ein. Aber die haben ganz schön viele Truppen. Belagerung haben wir gewonnen. Ja, damit haben wir natürlich jetzt... Wieso kriege ich die immer versehentlich an? Damit haben wir natürlich jetzt viel zum Sieg schon beigetragen. Ich weiß gar nicht. Kann ich den Frieden verhandeln? Stopp mal eben, bevor hier wieder irgendwas zurückgeht. Mit denen kann man keinen Frieden verhandeln. Hier kann ich Frieden verhandeln. Bündnisaktion, Zugang, Einflussaktion. Kann ich natürlich alles nicht. Untertan auf. Ihr könnt eure Verbündeten nicht im Stich lassen. Achso. Moral der Armee brauchen wir eigentlich nicht. Gut, dann lassen wir es weiterlaufen. Ich hoffe, dass unsere... Die haben da 4000 Truppen. Rennen ordentlich da rein. Achso, das wäre auch die. Die sollen eigentlich aus diesem Bündnis raus. Egal, wir greifen jetzt an, dass der Krieg hier gleich mal zu Ende geht. Achso, das sind unsere. Die das auch angreifen. Hab ich irgendwie auch wieder falsch geguckt. Wo sind denn deren Truppen hin? Verstehe nicht. Egal. Brauchen wir nicht verstehen. Was? Von heldenhafter Tapferkeit gelungen, seine Entführern zu entkommen. Zu fliehen. Er ist geflohen. Mit einer großen Armee will er zurückkommen. Blutunterstützer, okay. Ja, mal leicht ein Stabilitätseinbruch. Da haben wir die nächste Belagerung gewonnen. Und da ist der Krieg vorbei. Rennen wir jetzt nach Hause wieder. Wie können wir ablehnen? Natürlich. Nehmen wir es an. Nächste auch noch ab. Nein, nein. Verteilen wir mal unsere Truppen ein bisschen. Boah, schon wieder diese scheiß Piraten hier. Ich weiß auch nicht. Naja, wenigstens hat man jetzt mal wieder Krieg. Ich weiß gar nicht, was sich hier verändert hat. Oh. Da sind immer noch die Untertanen von denen. Und hier haben wir immer noch keine Untertanen mehr. Die wurden also befreit, okay. Loyalität, verliert Loyalität. Friesen sperrt Leibwächter ein. Auf frischer Tat ertappt. Ja, langsam kriegen wir ganz schön viele Gefangene hier. Ich weiß gar nicht, die machen alle nur Blödsinn.
Ich weiß gar nicht, wenn wir mal auf Charakter gehen, wie viele haben wir denn jetzt eigentlich im Knast eingekerkert? 2 Stück. Realität 0. Ja, egal. Lass vergammeln. Ja, schon wieder eine verachtete Familie hier. Hier noch einer. Da sind... Ja, nicht so die besten Voraussetzungen jetzt gerade. Oh, da haben wir dicken Winter. Deswegen haben die hier ordentlich Vermürbung gerade. Unsere Truppen halten sich gut. Jetzt kriegen wir hier schon wieder mehrere Bündnisangebote. Wieso haben die unser Bündnis aufgelöst? Jetzt haben wir wieder nur 2. Die sind untertan von denen. Wir haben leider keinen Kriegsgrund. Hier auch nicht. Ja, wir brauchen unbedingt mehr Redekunst, dass wir hier den nächsten Krieg anfangen können. Mit denen das Bündnis nehmen wir jetzt erstmal an. Die haben im Moment keine. Ich hoffe, bis wir die Redekunst zusammen haben, haben die immer noch nicht viel Diplomatie betrieben. Das war so... siegen können. Die Armee löse ich jetzt mal auf hier. Dass wir mal wieder positives Geld kriegen. Wunderbar. Schon wieder einen Kornspeicher umsonst bekommen. Fehlender Commander. Ja, es ist die Marine. Die müssten wir eigentlich auch mal stärken, dass wir hier die Piraten loswerden. Beziehungen. Religiöse. Schiffe. Ich skillte später mal, wenn wir Redekunst über haben. Nehmen wir erstmal alles andere. Ich glaube, Schiffe werde ich am wenigsten mitmachen. Hier die Reiche entwickeln sich auch langsam. Oh, Rom ist schon groß geworden. Uneinigkeit auf höchster Ebene. Kann man sich wieder entscheiden, auf welcher Seite man sich stellt. Ich nehme Beliebtheit. Der hat so wenig, das ist unmöglich. Ja, der ist genau. Ja, er ist der schlechteste, die anderen beiden werden beide besser. Verfügbare Entscheidungen. Ja, soziale Gerechtigkeit wieder abschaffen. Da sind wir natürlich jetzt nicht dran interessiert. Unsere Bewohnerzahl ist auch zu wünschen übrig. Manche Städte gehen ja einigermaßen. Hier könnten wir eigentlich mal 2 aufwerten. Nein, sollten wir jetzt nicht kaufen. Hier müssten wir eigentlich auch mal was aufwerten. Machen wir einfach mal ein. Wir brauchen ein bisschen mehr Ausgeglichenheit, dann geht auch unsere Technologieforschung schneller voran. Und ich warte immer noch auf die Redekunst, dass wir den hier... Ah, jetzt haben sie auch schon ein Bündnis. Was ist mit den Kollegen hier? Das heißt, wenn ich die angreife, stehen die bei, eventuell stehen die dann denen auch bei. Ne, die würden alle mich unterstützen. Das ist gut. 182 brauchen wir, 155 haben wir. Ich denke, das werden wir in der nächsten Folge machen. Schon wieder hier einer meiner Mitarbeiter gestorben. Oh, der 10. Da gucken wir jetzt mit dem Technologiebaum rein, ob wir den ersetzen. Nee. Okay. Regierung. Ämter. Magistrat. Meine 16% Steuern ist auch gar nicht mal schlecht. Ich hoffe, ich denke noch dran bei der nächsten Folge, weil ich jetzt auch das Spiel erstmal wieder schließen werde. Das war hier unten den nächsten Krieg anzetteln. Ich hoffe, die Folge hat gefallen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.